Begrüße Sie recht herzlich zu unserer Informationsveranstaltung zur spezifischen Ernährungstherapie bei rheumatischen Erkrankungen. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Patientinnen und Patienten und Interessierte für die ketogene Diät und andere ernährungstherapeutische Ansätze zur Behandlung von rheumatischen Erkrankungen. Ich freue mich, dass Sie Interesse haben für diese spezielle Behandlungsform auch. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir einen sehr kompetenten Gast heute bei uns begrüßen können, die Frau Dr. Heidt, eine gelernte Ernährungswissenschaftlerin auch, die bei der Firma Scheer arbeitet und zuletzt an der Universität in Münster studiert auch. Und dort auch mit den Kollegen Professor Krieger beispielsweise eine Studie durchgeführt hat zur ketogenen zur Behandlung der rheumatoiden Arthritis mit einer ketogenen Diät. Sie wird uns nachher noch einiges über diese Studie erzählen, die wahrscheinlich am Anfang des nächsten Jahres dann publiziert wird, wo wir sehr gespannt sind auf die Ergebnisse. Ich würde einleitend etwas darüber sagen, ob es überhaupt eine Rheumadiät gibt. Ja, im nachfolgenden zweiten Teil wird dann Frau Dr. Heidt sozusagen einen Keto-Kompakt-Überblick geben über das therapeutische Potenzial, die Grundlagen und die praktische Umsetzung zu einer ketogenen Diät bei den unterschiedlichen Krankheitsbildern, insbesondere auch bei entzündlich rheumatischen Erkrankungen. Abschließend würde ich dann nochmal ins Detail gehen und praktische Aspekte kurz erläutern, wie wir diese spezifische Ernährungstherapie bei uns in der Klinik durchführen. Ich hoffe, wir haben zwischendurch oder hinterher noch Zeit für Diskussionen und entsprechende Fragen. Ja, provokative Frage: Gibt es überhaupt eine Rheumadiät? Gar nicht so ganz einfach, sich zurechtzufinden in dem Diätdschungel, den es heutzutage gibt. Das ist ja mittlerweile fast eine religiöse Gemeinschaft, mit der man da zu tun hat. Auch jede dieser spezifischen Ernährung oder Diätformen nimmt für sich einen Anspruch, die allein seligmachende zu sein auch und bekämpft die konkurrierenden Diäten mit entsprechender religiöser Inbrunst auch. Also insofern gar nicht so ganz einfach, dort den Überblick zu behalten. Tatsächlich ist es so, dass der Mensch ein sogenannter opportunistischer Omnivor ist. Das heißt, man ist ein Allesfresser, der das futtert, was er vorfindet im Endeffekt. Und das zeigt eben schon an, dass der menschliche Organismus eine erhebliche oder eine erstaunliche metabolische Flexibilität aufweist. Das sehen Sie schon daran, dass in unterschiedlichen Regionen der Welt völlig unterschiedliche Ernährungsgewohnheiten, Routinen da sind. Wenn Sie sich die Eskimos oder Inuit anschauen, die hauptsächlich von Fischen oder eine sehr fettbasierte Ernährung haben. Auch im Gegensatz dazu gibt es in bestimmten Regionen, Indien beispielsweise, sehr, sehr strikte Veganer, haben wirklich nur ein ganz, ganz begrenztes, überwiegend vegetarisches Ernährungspanel haben tatsächlich auch. Es gibt bestimmte Regionen der Welt, wo sich Menschen praktisch fast ausschließlich von Fleisch ernähren. Also es zeigt schon, das Spektrum ist hier sehr, 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 sehr groß. Ja, warum ist das überhaupt von Bedeutung für unsere Patienten? Tatsächlich ist es so, dass nicht anders als der Großteil der Bevölkerung in Industrienationen auch unsere Patienten, die an rheumatischen Erkrankungen leiden, von Übergewicht, Adipositas, metabolischen Erkrankungen wie Diabetes, Insulinresistenz als Vorstufe leiden. Und tatsächlich ist es sogar in einem größeren Ausmaß und schlimmer darunter leiden auch. Das hat natürlich auch mit den zugrunde liegenden chronischen Erkrankungen zu tun. Die inflammatorischen Erkrankungen, die solche metabolischen Dysfunktionen noch begünstigen auch. Das führt letztendlich dazu, also im Endeffekt tatsächlich kann man sagen, es gibt ganz gute Untersuchungen, die zeigen, dass Patienten mit rheumatischen Erkrankungen auch eine gestörte Körperzusammensetzung haben. Das heißt, der Anteil des Körperfetts, des viszeralen Fetts, der zwischen den Organen liegt, dass eher das ungesunde Fett ist auch, die ungesunden Fettdepots, ist deutlich erhöht. Im Gegensatz dazu ist die Muskelmasse erheblich vermindert. Das wiederum führt zu einer verminderten Kraft und
Und Ausdauer, Patienten mit Rheumaerkrankungen haben eine sehr erheblich eingeschränkte Fitness auch. Und auch aufgrund der durch die Erkrankung bedingten Immobilität, den Funktionseinschränkungen, die eben damit verbunden, die Schmerzen, die dazu führen auch. Und das wiederum führt zu diesem veränderten oder diesem, dem verschlechterten Energiezustand mit der Erschöpfung, Fatigue-Symptomatik in Kombination mit kognitiven und psychischen Veränderungen, depressiven Störungen tatsächlich auch. Und all diese, dieser Teufelskreis, der sich dort entwickelt, kann letztendlich auch dazu führen, dass Patienten auf unsere durchaus guten, sehr, sehr effektiven Therapien unzureichend ansprechen auch. Nochmal die Frage gestellt, gibt es eine Rheuma-Diät? Ich fürchte, wir müssen diese Antwort verneinen. Warum nicht? Im Endeffekt kann man die Fragen relativ einfach beantworten. Es gibt eben nicht ein Rheuma tatsächlich. Das sind sehr komplexe Erkrankungen. Selbst die Patienten, die dieselbe Diagnose haben, haben eben nicht dieselbe Erkrankung. Es gibt eine erhebliche Variabilität in der Ausprägung, die sich dann mit der Zeit unter den Therapien durchaus verändert. Also man kann die Patienten eben nicht so ohne weiteres vergleichen, weil es eben eine sehr komplexe und individuelle Immun- und Entzündungspathologie dort vorliegt auch. Darüber hinaus ist es so, dass die Ernährung natürlich zu Stoffwechselwirkungen führt und auch diese Stoffwechselwirkung oder Interaktionen mit Stoffwechsel sind extrem komplex und individuell geprägt. Auch hier gibt es Wechselwirkungen zwischen dem Immunsystem, der Immunpathologie und Stoffwechselerkrankungen. Last but not least, es ist extrem schwierig und herausfordernd, Ernährungsstudien durchzuführen überhaupt. Das liegt einerseits daran, dass natürlich man hat keine kontrollierten Bedingungen. Das sind häufig Beobachtungsstudien oder epidemiologische Studien. Das kann sich gut verstehen. Man kann Menschen ja nicht einfach über Monate hinweg in ein Labor sperren und wie die Mäuse beobachten und kontrollieren. Das heißt, das ist eben das Handicap dieser Ernährungsstudien, dass sie eben häufig aufgrund dieser schlechten oder schwierigen Studienbedingungen nur eingeschränkte Aussagekraft haben, tatsächlich auch hinsichtlich ihrer Wirksamkeit bezüglich eines therapeutischen Effektes bei bestimmten Erkrankungen, auch bei entzündlichen Rheumaerkrankungen. Es gibt eben keine wirklich richtig gute kontrollierte Studie, die uns dort weiterhilft. Also keine Rheuma-Diät. Im Endeffekt muss man, glaube ich, nochmal einen Schritt zurückgehen. Also im Endeffekt muss man sich die Basics angucken und die Grundlagen einer gesunden Ernährung gelten ganz genauso auch für Rheumapatienten. Das heißt, auf eine spezifische Rheuma-Diät oder Ernährung bei rheumatischen Erkrankungen gelten gewisse Grundregeln, von denen eine der wichtigsten ist, dass man echtes Essen essen sollte und darf man eben nicht zu viel. Das heißt, echte oder natürliche Lebensmittel. Alles, was eine Verpackung hat und eine lange Inhaltsliste, kann nicht gut sein. Und das ist so eine ganz einfache Regel. Sie sollten nichts essen, was Ihre Großmutter nicht auch als Essen erkannt hat. Auch was heutzutage, wenn man durch den Supermarkt geht, gar nicht ganz so einfach ist. Also, was unterschätzt wird tatsächlich auch, welchen Stellenwert Eiweiß haben. Wir sollten auch in der Energiebilanz von den Makronährstoffen, wie sie heißen, also Eiweiße, Fette, Kohlenhydrate, ausgenommen werden. Die sollte eben kein Prozentsatz dieser Makronährstoffe sein, aber Eiweiße eben einen ganz besonderen Stellenwert haben. Sie sind eben die Baustoffe unseres Organismus. Also nicht nur Muskulatur, ist maßgeblich auf Eiweiße angewiesen, sondern alle Strukturproteine, das Bindegewebe der Knochen, das Immunsystem ist auf eine auch adäquate Eiweißzufuhr tatsächlich angewiesen. Es gibt zwar eine Recyclingfunktion, aber tatsächlich ist es so, dass man pro Tag etwa 300 Gramm Eiweiß für die regenerativen Aspekte braucht tatsächlich auch. Zuführen müssen wir etwa ein Drittel davon. Und das ist häufig bei bestimmten Ernährungsformen gar nicht so ganz einfach. Ne? Also wenn man sich sehr strikt vegan oder vegetarisch ernährt, pflanzliche Eiweiße sind häufig nicht so gut bioverfügbar. Das heißt, sie sind nicht schlechter auch, aber man musste dort eine größere Menge zuführen, um auf eine adäquate, auf einen adäquaten Anteil zu kommen. In dem Fall sind eben tierische Eiweiße, wie eben Fleisch oder Fisch, durchaus okay. Und es gibt, glaube ich, auch so ein Mythos, dass
übermäßiger Fleischgenuss oder Fleisch im Rheuma hervorrufen kann oder verschlechtern kann. Hier ist ganz, ganz wesentlich die Qualität der tierischen Proteine, die zugeführt wird, auch. Einen ganz maßgeblichen Anteil hat natürlich das ganze Grünzeug tatsächlich auch, also pflanzliche Ernährung, Gemüse, Ballaststoffe insbesondere oder fermentierte Produkte, die praktisch das gesunde Futter für unsere Mitbewohner im Darm sind, also unser Mikrobiom. Da hat man in den letzten 10, 20 Jahren erhebliche Erkenntnisse gewonnen, auch welche enorme Bedeutung das Mikrobiom hat, nicht nur für unseren Stoffwechsel, sondern für unser Immunsystem. Fast alle Körperfunktionen werden durch die Darmbakterien mit beeinflusst. Mittlerweile ist es ja fast eine Binsenweisheit, dass die Reduktion von Zucker in der Ernährung ganz erhebliche positive Effekte hat, tatsächlich auch, was nicht immer ganz einfach ist, angesichts der Tatsache, dass Zucker in hohen Anteilen in fast allen Lebensmitteln heutzutage versteckt ist auch. Fett und Kohlenhydrate sind die maßgeblichen Energielieferanten unserer Ernährung, wobei Fette darüber hinaus auch einige strukturelle Effekte haben. Das heißt, als Membranbestandteile beispielsweise. Und hier sollte man eben darauf achten, auf eine gute Ratio von Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren, also die gesunden Fette, und insbesondere darauf achten, dass der Anteil von industriellen Transfetten, die häufig in den Fertigprodukten versteckt sind, reduziert werden sollte. Alle Mechanismen des Fastens bzw. des Intervallfastens haben nachweislich viele, viele positive gesundheitliche Aspekte. Einer der wesentlichen Aspekte auch hinsichtlich der Behandlung von Rheumaerkrankungen ist, dass sie eben wirklich auch entzündungshemmende Effekte haben, tatsächlich auch. Ne? Der Stoffwechsel wird optimiert, verlängern das Leben. Also auch hier diese Prozesse, Mechanismen des Fastens und Intervallfastens sollte man in eine Rheuma-Diät integrieren, einfach um diese positiven Effekte zu nutzen. Wir werden vielleicht nachher noch einiges darüber hören auch. Und was auch manchmal stiefmütterlich behandelt wird, man kann natürlich durch eine gute Ernährung einen Großteil an essentiellen Stoffen, Vitaminen zuführen auch, um gezielte Effekte zu erzielen, gezielte Gesundheitseffekte zu erzielen, beziehungsweise wir reden hier nicht von Mangelzuständen, sondern bei bestimmten Krankheitszuständen kann man eben durch den gezielten Einsatz von Vitaminen, Nahrungsergänzungsmitteln oder Mineralien positive gesundheitliche Effekte erzielen. Auch ein ganz, ganz bekanntes Beispiel ist Vitamin D. Auch, ne? Wissen Sie, dass eben ein hoher Vitamin D-Spiegel viele protektive Effekte hat auf unser Immunsystem, für unseren Knochen, für viele Stoffwechselfunktionen auch. Und hier die dunkle Jahreszeit naht schon und wir wissen, dass die beim fehlender UV-Exposition der Vitamin D-Spiegel relativ rasch in den Keller geht und wir sind alle Stubenhocker. Also insofern muss man eben Vitamin D tatsächlich substituieren. Auch hier sollte man nicht zu zögerlich sein. Also eine Dosis von 2000 Einheiten pro Tag ist das Minimum tatsächlich auch. Als Fazit ist, wenn man diese Grundregeln beherzigt, gibt es darüber hinaus noch in Abhängigkeit von der Zielsetzung einer Ernährung oder einer Diät die Möglichkeiten, über so bestimmte Diäten positive gesundheitliche Aspekte oder Effekte zu erzielen. Und hier ist insbesondere, es ist ja eine Low-Carb-Diät oder ketogene Diät, insbesondere mit einer Kombination mit Fastenroutinen, sehr, sehr vielversprechend und erfolgreich auch. Es liegt mir sehr am Herzen, darauf hinzuweisen, dass auch die besten medikamentösen Therapien, von denen wir in der Rheumatologie in den letzten Jahren ja sehr viele haben. Also das Repertoire an medikamentösen Möglichkeiten erweitert sich ständig. Diese Medikamente sind deutlich wirksamer, deutlich besser verträglich, wirken schneller auch. Aber der Punkt ist tatsächlich, dass sie häufig trotzdem nicht zu einer adäquaten Krankheitskontrolle oder gar Heilung führen. Also, und das liegt möglicherweise auch zum einen daran, dass wir die gesundheitliche Basis nicht adäquat berücksichtigen. Auch. Und ich habe das mal so hier aufgezeigt, dass es eben diese vier Säulen sind, auf denen das beruht auch. Auf die eine Säule habe ich schon, die habe ich schon erörtert, das ist die gesunde Ernährung tatsächlich auch.
fast genauso wichtig und auch von vielen unserer Patienten nicht adäquat berücksichtigt und in den Alltag integriert, ist einfach eine regelmäßige körperliche Belastung als positiver Stressor. Das heißt, eine Bewegungs- und Trainingstherapie, Sport. Ja, Sport ist die beste Medizin mit den wenigsten Nebenwirkungen, mit dem größtmöglichen gesundheitlichen Erfolg für fast alle Erkrankungen hat regelmäßiger, intensiver Sport, eine intensive Trainingstherapie, positive Effekte, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Tumorerkrankungen, Depressionen, demenzielle Syndrome, auch entzündlich-rheumatische Erkrankungen beispielsweise, Übergewicht. Es gibt fast keine Erkrankung, wo Sport bzw. eine regelmäßige körperliche Belastung nicht positive Effekte hat. Auch so ein Schlaf, auch das wird immer nicht adäquat gewürdigt. Ohne einen gesunden, ausreichenden Schlaf funktioniert gar nichts tatsächlich auch. Ne? Das ist einfach hat eine unglaubliche regenerative Kapazität auch und kann gar nicht hoch genug wertgeschätzt werden. Die psychische Resilienz ist so als vierter Pfeiler hier aufgeführt. Muss ich, glaube ich, gar nicht so viel sagen angesichts der harten Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, wichtiger denn je. Also, wenn diese Basis nicht gut funktioniert, funktionieren häufig auch unsere medikamentösen Therapien nicht. Und das ist eine Erfahrung, die man über die Jahre gemacht hat, auch dass Patienten sich umso besser behandeln lassen, umso besser auf unsere Therapien ansprechen, wenn sie eben diese vier Säulen ausreichend beachten und in ihre Lebensgewohnheiten aufnehmen. Ja, da bin ich schon mit dem ersten Teil fertig und ich freue mich jetzt, das Wort zu übergeben an Frau Dr. Heidt, die uns im Rahmen dieser Keto-Kompakt-Session jetzt einiges über die ketogene Diät, über ihre Entwicklung, Entstehung, Bedeutung, einiges über die wissenschaftlichen Grundlagen und die praktische Umsetzung nahebringen möchte. Und sie hat diesbezüglich extreme Kompetenz und Erfahrung. Und wie gesagt, ich bin immer noch begeistert davon, dass sie die Studie dort an der Uni Münster, beziehungsweise in der Rheuma-Praxis bei der Frau Professor Monika Heuss-Bartel in Bad Brackl durchgeführt hat auch. Ich hatte ja schon gesagt, wie anspruchsvoll und schwierig die Durchführung von Ernährungsstudien sind. Insofern nochmal meinen Respekt und ich bin sehr gespannt auf Ihre Darstellung und auf die Ergebnisse der Studie vor allem auch. Gut, ich übergebe jetzt an Frau Dr. Heidt für Ihren Vortrag. Herrn Dr. Schulz für die Einladung und auch die Möglichkeit, unsere Arbeit im Rahmen dieser Veranstaltung vorzustellen. Ich versuche jetzt mal meinen Bildschirm zu teilen. Eine Sekunde. Ich freue mich, dass wir heute eine kleine Gruppe sind. Das heißt, falls Fragen sind oder ob Sie gerne noch Diskussionsbedarf haben, ich glaube, in so einer kleinen Gruppe können wir das gerne auch diskutieren. Ich kann versuchen, alle Fragen zu beantworten. Gibt es schon im Publikum jemanden, der die ketogene Diät mal probiert hat oder initiiert hat oder sogar den Patienten empfiehlt? Also ich habe schon probiert, tatsächlich. Wenn ich das meinen Patienten empfehle, dann wollte ich zumindest mal die Erfahrung gemacht haben auch. Ich war tatsächlich erstaunt, also wie gut und wie schnell diese Effekte sind. Also ich habe vorher noch nie eine Diät gemacht, aber insofern war ich da etwas überrascht. Erstmal kam es zum relativ raschen Gewichtsverlust, also von 4 Kilo innerhalb von 2 Wochen tatsächlich. Also es ging wirklich relativ schnell. Und der erstaunlichste Effekt bei dieser ketogenen Diät war tatsächlich dieser Zugewinn an Energie tatsächlich, also und Denkfähigkeit. Also die Konzentrationsfähigkeit war deutlich besser. Man hatte häufig so am Nachmittag so einen Durchhänger, wo man sich nur mit Koffeininfusionen, würden Sie sagen, am Leben erhält auch. Und das war tatsächlich unter der Diät praktisch komplett weg. Und was wirklich auch ganz erstaunlich war, das ist bei Diäten ja sonst eher problematisch, dass man keinen Hunger hat tatsächlich auch. Ne? Das heißt, das ging ja auch relativ schnell, dass man nicht ständig ans Essen gedacht hat auch und kein Verlangen hatte, irgendwas zu essen. Man hat eben
das auch kombiniert mit dem Fasten auch. Man hätte durchaus längere Phasen des Fastens anschließen können. Also das war wirklich recht unproblematisch. Also wirklich, und insbesondere wirklich dieser Aspekt, dieser unglaublichen Energie, die man da gewonnen hat, das war wirklich schon sehr überraschend. Ja, super. Ja, vielen Dank. Ich weiß nicht, kann man inzwischen schon meinen Bildschirm sehen? Ja. Okay, gut. Dann würde ich vorschlagen, ich beginne. Und wenn Fragen sind, gerne haben wir wahrscheinlich die Möglichkeit, nochmal zu diskutieren. Genau, hier sind nochmal meine Disclosures und ich würde gleich mit der ketogenen Diät beginnen. Die allgemeine Definition für eine ketogene Diät ist, dass die Diät immer eine fettreiche Diät ist. Sie ist immer eine kohlenhydratarme Diät, bedeutet, dass der Mensch oder der Patient weniger als 50 Gramm Kohlenhydrate am Tag zuführt. Und das ist auch ganz anders als eine Low-Carb-Diät. Bei einer Low-Carb-Diät verbrennt der Mensch mehr Glukose und bei einer ketogenen Diät verbrennen wir Fett und gewinnen aus Fett Ketonkörper. Ganz wichtig, das heißt nicht, dass wir jetzt einfach nur Fett essen dürfen und einfach Kohlenhydrate reduzieren. Die Eiweißzufuhr sollte immer nach den DACH-Empfehlungen erfolgen, also bei einem Erwachsenen 0,8. Und auch die Energie sollte nach den DACH-Empfehlungen erfolgen. Das bedeutet, ein erwachsener Mensch mit einem PAL von 1,4 circa 2000 Kalorien. Wie funktioniert überhaupt die ketogene Diät oder wann kann der Körper Ketonkörper bilden? Wie schon auch Dr. Schulz gesagt hat, erstens, wenn wir fasten, also wenn wir keine Nahrung zu sich führen, dann entsteht in der Leber immer, entstehen in der Leber Ketonkörper, oder wenn wir ganz viel Extremsport betreiben oder wenn wir eine spezielle Diät, sei es jetzt eine Low-Carb-Diät oder eine ketogene Diät durchführen, dann zwingen wir die Leber im Prinzip Ketonkörper zu bilden. Ketonkörper sind somit, können wir festhalten, Energiesubstrate. Es gibt drei Ketonkörper. Zum einen ist das Aceton. Aceton spielt überhaupt keine wichtige Funktion, weil es einfach über die Lunge ausgeschieden wird. Dann wird Acetoacetat produziert. Acetoacetat ist der zweite Ketonkörper. Allerdings ist die Menge so klein, dass wir das eigentlich vernachlässigen können. Und der Hauptketonkörper ist dieser Beta-Hydroxybutyrat. Also das verursacht oder das macht im Körper eine ganz spezielle Energie oder die ganze Wirkung. Diese Ketonkörper gelangen dann über die Blutbahn mittels von speziellen Transportern in jede Zelle, zum Beispiel in eine Gehirnzelle oder eine Muskelzelle, und versorgen somit den Körper mit Energie. Das heißt, mit einer ketogenen Diät versuchen wir, den Zustand des Fastens zu imitieren. Und wichtig, wir verbrennen Fett und wir produzieren Ketonkörper. Dem Körper ist es egal, ob wir das Fett aus den Hüften verbrennen oder ob wir das durch eine spezielle Ernährung zuführen. Wann kann der Mensch auch Ketonkörper bilden? Also nicht nur in Hungersituationen oder beim Fasten. Es gibt natürlich auch endogene und exogene Möglichkeiten. Es ist wichtig festzuhalten, dass die Ketonkörpersynthese, was ganz natürlich ist, was ganz physiologisch ist, je länger wir fasten, je länger wir hungern, desto höher ist auch die Konzentration an diesem Beta-Hydroxybutyrat, der einfach eine alternative Energie darstellt und einfach die Energiekrise managt im Körper. Die endogene Ketose entsteht also, wenn wir fasten, wenn wir hungern, oder wenn wir uns speziell mit einer ketogenen Diät ernähren oder wenn wir auch exogene Ketose induzieren. Beispielsweise für eine exogene Ketose ist, wenn wir ganz spezielle Fettsäuren zu sich führen. Also festhalten kann man, dass die Ketonkörper unter natürlichen Bedingungen auch in der Leber produziert werden. Früher war das so, vor 2 Millionen Jahren, es gibt einen sehr guten Artikel oder eine Studie, dass der Mensch fast nur aus Ketonkörpern oder mit Ketonkörpern gelebt hat, mit dem Zuckerkonsum und der Zuckerindustrie. Essen wir ständig, wir haben immer Mahlzeiten. Das heißt, der Körper wird kaum oder die Leber wird kaum gezwungen, Ketonkörper zu bilden. Ganz wichtig auch für viele, viele sagen, oh Gott, Ketonkörper, ich verbinde das immer mit einer Ketoazidose oder Ketose.
Wichtig ist, dass eine Ketose, was natürlich ist, ist nicht gleich eine Ketoazidose. Es gibt eine Ketose-Skala und hier kann man dann ganz einfach sehen. Also im Normalzustand, wenn wir permanent etwas essen, bildet die Leber kaum Ketonkörper. Da ist der Wert zwischen 0,1 Millimol. Wenn wir fasten oder länger fasten, dann steigt der Ketonkörperspiegel an. Eine diabetische Ketoazidose beginnt bei 10 und mehr Millimol pro Liter. Und das ist auch pathologisch. Das ist nicht mehr natürlich, das ist schon krank. Also eine Ketose ist nicht gleich eine Ketoazidose, auch ganz wichtig. Die Geschichte der ketogenen Diät, wir haben mittlerweile schon 100 Jahre Erfahrung. Die erste ketogene Diät wurde 1921 initiiert von einem Dr. Wilder, der auch den ersten Epilepsie-Patienten behandelt hat. Und 2021, letztes Jahr, können wir im Prinzip auf eine 100-jährige Geschichte der ketogenen Diät zurückblicken. Die ketogene Diät hat sich auch weiterentwickelt, nicht nur die Geschichte. Oder abgewogen, wie viel vom Bacon, wie viel vom Egg, wie viel von Möhren oder Apfelmus gegessen werden konnte. Mittlerweile gibt es wirklich die Modified Atkins Diet oder die MCT-Ketogene Diet oder eine LG-Diet, Low Glycemic Index Diet. Und diese Diät ist eigentlich eine gesunde Diät. Und die Mahlzeiten von Patienten, sei es jetzt für Epilepsie oder für die Rheuma-Patienten, sehen ganz anders aus und auch viel, viel gesünder. Es gibt wichtig vielleicht, nur kurz festzuhalten, in der Epilepsie versuchen wir das mit der klassischen ketogenen Diät. Eine klassische ketogene Diät, vielleicht haben Sie das oft gehört, ist eine 4:1, 3:1, 2:1 oder 1:1 Diät. Hier ist es ganz wichtig, das Verhältnis von Fett zu Kohlenhydraten und Protein. Das erkläre ich gleich nochmal. Bei einer MCT-ketogenen Diät ist der Vorteil, wenn mittelkettige Fettsäuren verwendet werden, können viel, viel mehr Kohlenhydrate gegessen werden, weil MCT-Fette eine Ketose auch selber, unabhängig jetzt von einer ketogenen Diät und unabhängig auch jetzt mit Glucose oder ohne Glucose induzieren. Bei einer Low-Glycemic-Index-Diät kann man 40 bis 60 Gramm Kohlenhydrate konsumieren. Hier ist es wichtig, dass diese Diät, dass die Patienten bei der Lebensmittelauswahl immer Lebensmittel auswählen, die einen sehr niedrigen glykämischen Index haben, also unter 50. Das heißt, Kartoffeln werden hier nicht erlaubt, aber dagegen Süßkartoffeln beispielsweise. Eine modifizierte Atkins-Diät bedeutet, dass Kinder am Tag ca. 10 Gramm Kohlenhydrate konsumieren können und Jugendliche 15. Bei einer sehr guten Verträglichkeit und einer Ansprechrate kann man das auf 20 Gramm und nach einem Monat sogar auf 30 Gramm bei Erwachsenen steigern. Ganz wichtig, dass die klassische ketogene Diät und die MCT-ketogene Diät sind strenge Formen. Hier wird das Essen oder die Lebensmittel immer abgewogen. Bei einer Low Glycemic Index Diet oder Modified Atkins Diet kann der Patient auch gerne schätzen. Wichtig, dass die Initiierung immer im Klinikum erfolgt, dass das wirklich unter Medical Supervision erfolgt und die Proteine und auch die Energiezufuhr kontrolliert wird. Man sollte auch auf jeden Fall die Mikronährstoffsupplemente oder die Mikronährstoffanpassung immer kontrollieren und schauen, ob der Patient ausreichend mit Vitamin D zum Beispiel versorgt ist oder mit Calcium. Genau, bei Erwachsenen, wenn man sich die Diät nochmal anguckt, wie schaut es eigentlich aus, wenn ein Patient 2000 Kilokalorien kommt? Das würde bedeuten, bei einer klassischen ketogenen Diät würde das am Tag 200 Gramm Fett sein, also 90% der Kalorien, 30 Gramm Protein und 20 Gramm Kohlenhydrate. Das ketogene Ratio haben Sie wahrscheinlich immer jetzt gehört von mir, 4:1, 3:1, 2:1. Was ist das überhaupt und wer wird die Ratio berechnet? Es ist ganz einfach. Das ketogene Ratio ist immer das Verhältnis von Fett in Gramm zu Kohlenhydraten und Protein. Beispielsweise, wir haben hier 200 Gramm Fett, Protein sind 30 und die Kohlenhydrate 20. 30 plus 20 sind 50 und 250 bedeutet 4:1. Also 4 Anteile Fett und nur 0,5 Anteil ist bestehend aus Protein und 0,5 aus Kohlenhydraten. Wie gesagt, der Vorteil für Patienten oder zum Beispiel für Erwachsene liegt bei einer MCT-ketogenen Diät, wenn man MCT-Fette dann
in die Ernährung integriert, dann kann der Patient viel, viel mehr Kohlenhydrate essen. Das, bei Erwachsenen sind das schon 95 Gramm Kohlenhydrate am Tag und auch Protein, wie gesagt, immer bitte nach den Empfehlungen der DGE. Genau, und die Lebensmittelpyramide von Patienten, die eine ketogene Ernährung befolgen, ist ganz einfach, sehr, sehr gesund. Natürlich unten die Getränke. Wichtig ist, dass das Wasser immer mit Calcium angereichert wird oder sehr viel Hydrogencarbonat zum Abpuffern hat. Weil sehr viele, also ein basisches Wasser konsumiert wird. Ganz viel Fett, ganz wichtig, viele gesunde Fette, wenig Omega-3, wenig Omega-6-Fettsäuren und komplett auch Arachidonsäure, reiche Lebensmittel meiden. Bei der Proteinquelle geht man natürlich auf Fleisch und Fisch. Bei den Fischen ist es in Ordnung, wenn die sehr viel Omega-3 enthalten. Bei dem Fleisch sollten es schon magere Versionen sein oder auch Geflügel. Dann kommt Gemüse und Ballaststoffe und ganz minimal am oben an der Spitze sind natürlich die Kohlenhydratträger. Vielleicht ganz wichtig, bei Gemüse und Hülsenfrüchte haben wir so eine Art Ampel. Das heißt, in der roten Liste sind diese Lebensmittel zu meiden. Wenn jeder Patient, jeder Mensch ist unterschiedlich. Wir versuchen keine Pläne zu geben, sondern wir versuchen die Bedürfnisse von Menschen zu integrieren und zu gucken, wenn diese Person natürlich seine Kartoffeln auf Kartoffeln nicht verzichten möchte, dann wird die Diät so angepasst, dass man vielleicht eine kleine Menge an Kartoffeln oder seiner Brezel doch konsumieren kann. Wichtig, der Patient steht immer im Vordergrund. Bei Obst versuchen wirklich Obstsorten zu meiden, die sofort oder einen sehr hohen Fruktoseanteil haben. Beeren sind da natürlich optimal. Avocado oder Limetten sind dann besonders geeignet für eine ketogene Diät. Bei den Fetten und Ölen ist es ganz wichtig, dass wir Erdnussbutter und Butter komplett ganz meiden, aber auch auf schlechte Fette achten, wie Sonnenblumenöl, Maiskeimöl beispielsweise. Aus Aquakultur hat natürlich auch sehr viel Arachidonsäure und ungesundes Fettverhältnis. Das gleiche auch Fleisch aus Massentierzuchthaltung ist nicht zu empfehlen. Es wird in der ketogenen Diät immer Butter empfohlen, aber Achtung, Butter hat auch sehr viel Cholesterin. Deswegen entweder auf Margarine umswitchen oder auf andere Fettquellen, wie beispielsweise hochwertige wie Hanföl, Rapsöl, Olivenöl. Wichtig für die Rheumatiker, aber auch in der Epilepsie, Omega-3 Fette, zum Beispiel aus Algenöl oder die mittelkettigen Fettsäuren. Mittelkettige Fettsäuren sind spezielle Produkte, beispielsweise achten Sie immer auf den Cholesterin, dass die immer unter 2 zum Beispiel Milligramm pro 100 Gramm Lebensmittel enthalten sind. Bei den Milch- und Milchprodukten ist es auch hier wichtig zu schauen. Mittlerweile, weil Milch- und Milchprodukte sind ja in der ketogenen Diät in Ordnung unter Berücksichtigung von Protein. Wichtig ist aber, dass die tierischen Produkte sehr viel Cholesterin enthalten und auch versteckte Kohlenhydrate. Beispielsweise wird in der ketogenen Diät viel mit Sahne gemacht, aber Achtung, 100 Gramm Sahne haben schon 84 Milligramm Cholesterin und 3,3 Gramm zum Beispiel Kohlenhydrate. Auch das ketogene Verhältnis ist nicht optimal, zum Beispiel wenn man eine pflanzliche Version verwendet, die überhaupt kein Cholesterin enthält, minimale Kohlenhydratmengen und auch viel, viel besseres ketogenes Ratio. Also ganz wichtig, wenn Sie Milch- und Milchprodukte einsetzen, schauen Sie, dass Sie Möglichkeiten nach Möglichkeit pflanzliche Alternativen wählen, zum einen auch wegen der Arachidonsäure bei Rheuma-Patienten. Für welche Erkrankungen wird die ketogene Diät offiziell oder nach medizinischer Evidenz empfohlen? Die Therapie der Wahl natürlich ganz seltene Stoffwechseldefekte, wie beispielsweise der Glukosetransporter, 1-Defekt oder private Hydrogenasemangel, sind alles Energiemangelerkrankungen, ganz, ganz selten. Die gesicherte Indikation mit Level 1-Evidenz natürlich bei Behandlung von pharmakoresistenter Epilepsie im Kindesalter und auch im Erwachsenenalter nach den neuen Leitlinien. Das bedeutet, wenn zum Beispiel zwei inklusive eingesetzt wurden und der Patient immer noch Anfälle hat, sollte dann natürlich eine ketogene Diät in Erwägung gezogen werden. Neuere Indikationen sind momentan wie Alzheimer oder bestimmte Tumore wie Glioblastoma oder Dickdarmkrebs oder Parkinson oder Schädel-Hirn-Trauma sind momentan noch
Evidenz, also noch nicht mit randomisierten klinischen Studien vertreten und werden momentan in der Wissenschaft auch diskutiert. Falls jemand sich ein bisschen mehr zur ketogener Diät einlesen möchte, wie Grundlagen, Indikationen, Kontraindikationen, wie kann man eine ketogene Diät durchführen, was sind die besonderen Situationen, kann er das gerne natürlich in der AWMF-Leitlinie für ketogene Ernährungstherapien gerne nachlesen. Ganz wichtig, eine ketogene Diät hat auch Nebenwirkungen. Deswegen sollte sie auch immer unter ärztlicher Aufsicht erfolgen. Die Nebenwirkungen sind aber so minimal, dass sie durch ganz banale Ernährungsinterventionen behoben werden können. Zum Beispiel, wenn man eine ketogene Diät initiiert und der Patient hat Hypoglykämien, dann kann man das einfach mit einer kleinen oder mit kleinen geringen Mengen an Kohlenhydraten beheben. Ganz wichtig, es sollte jetzt nicht ein Saft oder einfache Kohlenhydrate gegeben werden, sondern hier eignet sich zum Beispiel Maltodextrin-19. Bei Obstipation, auch hier sollte auf jeden Fall die Ernährung nochmal überwacht werden, Ballaststoffe einbauen, Flüssigkeit einbauen, vielleicht etwas mehr MCT-Fette, weil sie auch dann zu Durchfall neigen. Oder Hyperlipidämie, da ist es ganz wichtig, dass der Patient die guten, gesunden Fette bekommt, aber auch vielleicht die MCT-Fette. Bei Nierensteinen ganz einfach viel Flüssigkeit und wenn der Patient aber keine Flüssigkeit konsumieren kann, vielleicht auch den Einsatz von Zitraten überdenken. Wie wirkt denn eine ketogene Diät? Bis dato, wir haben zwar jetzt 100 Jahre Erfahrung in der ketogenen Diät, aber es ist gerade noch eine Million-Question-Frage. Wir wissen, dass der direkte Mechanismus ist die alternative Energiequelle. Das heißt, in der Leber haben wir Ketonkörper. Ketonkörper können die Energiekrise direkt ausgleichen. Und indirekt werden ganz viele Mechanismen diskutiert, aber ganz verstanden ist der Wirkmechanismus bei Epilepsie noch nicht. Also neuroproduktiv zum Beispiel durch Veränderung von Kaliumkanälen, Erhöhung von GABA beispielsweise durch die antioxidativen Effekte oder ganz, ganz neue Evidenz ist, dass die antikonvulsive Wirkung direkt aus dem Darm kommt. Deswegen auch die Gut-Brain-Achse. Es gibt ketogene Diät, wirkt nicht nur bei Epilepsie, ketogene Diäten, es gibt mittlerweile auch Studien, zum Beispiel bei Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen und bei unterschiedlichen Indikationen wirkt die ketogene Diät auch unterschiedlich oder die Ketonkörper wirken auch unterschiedlich. Wichtig ist, welcher Wert ist wichtig, also welcher Beta-Hydroxybutyrat-Wert ist wichtig. Bei Epilepsie möchten wir dann einen Ketonkörperspiegel zwischen 2 und 4 Millimol pro Liter haben. Zum Beispiel in der Indikation oder diesem Review ist es wünschenswert, wenn der Patient einen Beta-Hydroxy-Spiegel von etwas höher als 0,5 hat. Das ist zum Beispiel auch bei MCI oder bei Alzheimer-Patienten auch erwünscht. Und hier beispielsweise, wir kennen schon diese ganzen Wirkmechanismen, die auch wichtig bei der Epilepsie sind, aber man weiß zum Beispiel, dass bei Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen die Ketose oder die Ketonkörper sich positiv auf den Blutdruck auswirken können, auf das Gewicht, wie Dr. Schulz auch das erklärt hatte, und natürlich auf die Plasma-Lipid-Spiegel. Und zudem gibt es auch noch in vivo und in vitro Untersuchungen, noch nicht in Humanstudien, dass man gezeigt hat, dass die Patienten dass eine ketogene Diät auch das Darmmikrobiom verändert, und zwar durch die Reduktion von Bifidobakterien, die wiederum zu einer Reduktion von TH17, also Interleukin-17-Zellen führen. Und wir wissen alle, dass Patienten mit einer rheumatoiden Arthritis ebenfalls eine Disbalance haben, also sehr viele TH17-Zellen, zu wenig T-Rex-Zellen. Und wie schaut es eigentlich aus jetzt bei der rheumatoiden Arthritis? Leider gibt es keine offiziellen Studien, die jetzt gezeigt haben, dass eine ketogene Diät bei rheumatoider Arthritis auf jeden Fall einen Benefit hat. Aber letztes Jahr wurde ein Mini-Review dazu publiziert und hier sind die wichtigsten Mechanismen dargestellt, wie zum Beispiel eine ketogene Diät bei rheumatoider Arthritis helfen kann. Basierend ist es natürlich auf die Reduktion von Insulin. Klar, wenn wir Kohlenhydrate reduzieren, haben wir auch wenig Insulin und dadurch auch weniger proinflammatorische Zytokine und insbesondere nicht nur Insulin, sondern auch Leptin.
Wenn Insulin sich reduziert, erhöht sich natürlich das Glukagon und das Glukagon erhöht die Produktion von von antiinflammatorischen Zytokinen wie beispielsweise das Interleukin 10. Auch es kommt zu einer Gewichtsabnahme und auch die Gewichtsabnahme bewirkt auch eine Reduktion von von proinflammatorischen Zytokinen. Ganz wichtig bei der ketogenen Diät, und das ist auch mit dem Fastenzustand vergleichbar, dass durch die Ketose auch ganz viel Beta-Hydroxybutyrat gebildet wird. Und dieses Beta-Hydroxybutyrat hat zwei wichtige Funktionen. Zum einen hemmt es das Inflammasom und zum anderen kommt es auch zur Hemmung von diesen proinflammatorischen Zytokinen doppelt. Das heißt, Ballaststoffe könnten im Prinzip ebenfalls das Inflammasom hemmen, aber das Beta-Hydroxybutyrat hat im Prinzip durch die doppelte Funktion eine viel, viel stärkere Wirkung. Das haben wir uns, diese Hypothese haben wir uns dann genutzt und haben dadurch jetzt eine randomisierte, kontrollierte, monozentrische, prospektive Interventionsstudie durchgeführt in Verbindung mit der Universität Münster und mit der Schwerpunktpraxis für Rheumatologie in Bad Bocklet. Insgesamt haben wir uns 60 Patienten angeschaut. Wir hatten eine Währunggruppe und eine Placebo-Gruppe. Das bedeutet, die Placebo-Gruppe hat eine westliche Ernährung bekommen und eine Währunggruppe eine ketogene Ernährung. Und die allgemeine Fragestellung war, wir wollten uns vergewissern, kann überhaupt eine ketogene Ernährung einen wichtigen, wirksamen therapeutischen Beitrag bei einer rheumatoiden Arthritis leisten. Der primäre Endpunkt wurde angesetzt durch die Reduktion von SDAI, Disease Activity Index. Und dazu haben wir uns natürlich die ganzen Hypothesen, die mittlerweile oder die in der Literatur beschrieben sind, untersucht. Das heißt, wir haben Zytokine gemessen, Redoxpotenzial gemessen, das komplette Darmmikrobiom uns ins Detail angeschaut, natürlich auch Fatigue angeguckt, die funktionelle Leistungsfähigkeit, Stressbewältigung und alles, was eigentlich erhoben werden kann, auch zur Lebensqualität, haben wir erhoben. Die Studie ist eine doppelt verblindete Studie und läuft bis Oktober. Und gemäß der Good Clinical Practice kann ich Ihnen heute noch nicht die Ergebnisse zeigen. Aber ich denke, in zwei Monaten haben wir dann auch im Prinzip alles ausgewertet. Und ich kann gerne Ihnen dann die positiven Eigenschaften einer ketogenen Ernährung auch mit harten Fakten zeigen und auch präsentieren. Genau. Ja, das war nur eine kurze Zusammenfassung von meiner Seite und ich stehe jetzt gerne auch für Fragen zur Verfügung. So, vielen Dank für den wunderschönen Vortrag und sehr detailliert die Informationen über den Prozess der Ketose, die Wirkung von Ketonen, und den gezielten Einsatz bei unterschiedlichen Erkrankungen. Für unsere Rheumatologen ist es ja noch ein bisschen Neuland. Sie sagten ja selber, sie sind da schon Pioniere mit dieser Studie. Tatsächlich nochmal meinen Respekt für die Durchführung dieser Studie. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass Ernährungsstudien extrem anspruchsvoll sind, schwierig durchzuführen sind, um so eine randomisierte, kontrollierte, interventionelle Studie durchzuführen. Das ist wirklich schon eine erhebliche Herausforderung. Das Gute dabei ist natürlich, dass die ketogene Diät sich natürlich sehr, sehr gut eignet dafür, weil man sie auch gut kontrollieren kann, also, ne, über die Messung der Ketose beispielsweise. Das heißt, es gibt insofern natürlich dann eben hat auch ein anderes Gewicht tatsächlich, auch was das angeht, im Vergleich zu Beobachtungsstudien tatsächlich auch. Ne? Also insofern wirklich bin ich sehr, sehr gespannt, was dort rauskommt. Wir haben ja schon die ersten Erfahrungen mit unseren Patienten sammeln können auch und mit unterschiedlichen Rheumaerkrankungen, nicht nur bei der rheumatoiden Arthritis, oder Psoriasis-Arthritis, Kollagenosen zum Teil auch. Und auch da sind unsere ersten Eindrücke sehr vielversprechend. Also gerade, was ich schon gesagt habe, die Schmerzen werden besser, die Krankheitsaktivität im Ganzen nimmt ab. Und insbesondere diese allgemeinen Symptome, ne? Also die Fatigue-Symptomatik ist deutlich gebessert. Also der Energiezustand, das ist wirklich schon sehr, sehr beeindruckend, wie schnell und wie ausgeprägt dieser Effekt dann letztendlich ist. Ja. Gut. Andere Fragen? Vielleicht können wir noch im Anschluss nachher das vielleicht klären, aber wenn Sie, nutzen Sie die Möglichkeit, jetzt
wahrscheinlich einen der kompetentesten Experten auf dem Gebiet zu fragen, tatsächlich auch. Also, tatsächlich ist es ja eine Diät oder eine Ernährungsform, die noch etwas, noch hier ist eine Frage von Frau Marten. Wie sinnvoll ist die Keto-Diät bei Fibromyalgie? Ja. Vielleicht tatsächlich ist es ja so, dass viele unserer Rheuma-Patienten manchmal eine sekundäre Fibromyalgie haben. Und das ist auch so ein Zustand, der erheblich unklar ist, tatsächlich pathophysiologisch, mit erheblichen Schmerzen, funktionellen Einschränkungen und gerade mit so einem Erschöpfungszustand natürlich verbunden ist. Chronic Fatigue-Syndrom gibt es natürlich jetzt auch in anderen Konstellationen, insbesondere zum Beispiel beim Long-Covid-Syndrom. Also haben Sie dort Erfahrungen sammeln können, schon auch was ist Ihr Eindruck? Wir hatten auch eine Patientin mit dieser sekundären Indikation und auch, wie Sie sagen, diese Fatigue-Symptome, diese Schmerzen, das war jetzt alles subjektiv. Wie gesagt, die Ergebnisse sind noch nicht ausgewertet, aber wir bekommen ähnliche Ergebnisse jetzt wie bei einer rheumatoiden Arthritis auch. Ja, sehen. Und zwar noch eine Frage. Gibt es einen Unterschied zwischen LBHB und RBHB? Ja, links und rechts, oder wer heißt das, was soll das bedeuten? Genau, ja. Sie sprechen wahrscheinlich von exogenen Ketonen, dass man als Supplements dann nimmt. Genau, es gibt ein Racemat und es gibt eine Purform. Das Racemat wirkt ja natürlich zu 50%, das wäre die Links-BHB und das R-BHB, das ist dann ein 100%iges Produkt, was natürlich 100% die Wirkung hat, genau. Okay. Noch eine Frage, liebe Frau Heid. Was glauben Sie, ist der Grund, dass Keto-WI erst jetzt klinisch angewendet bzw. erprobt wird? In der Epilepsie war das ja so, als die Antikonvulsiva dann einen Hype hatten, hat man einfach die ketogene Diät vergessen. Und auch für die rheumatoide Arthritis gibt es ja mittlerweile sehr, 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 sehr gute Medikamente, die ganzen DMARDs und so weiter. Trotzdem haben die Patienten noch einen Leidensdruck. Und ich denke, wenn es dann einfach mit Medikamenten nicht weitergeht und die Lobby, auch die Patienten, Fachgesellschaften dann danach suchen, dann kommt wieder die ketogene Diät, dann kommt sie wieder aus dem Ärmel hoch. Das ist einfach, ja, zuerst vergisst man die und dann kommt sie wieder. Gut, ja. Wir haben gesehen, dass es eben doch ein erhebliches Potenzial hat und vielleicht kann ich gleich den nächsten Vortrag anschließen. Ja. Da war noch eine Frage, wie lange wendet man die ketogene Diät an? Bei der Epilepsie gibt es da eine Regel, 2 Jahre. Bei der rheumatoiden Arthritis ist es was ganz, ganz Neues. Ich denke, die Patienten haben ja Flares und Remission. Das müsste man einfach langfristig nochmal schauen. Aber auf jeden Fall ist es ja eine Ernährungsform, eine begleitende Therapie. Ich denke, das wird dann in der Form dann lebenslang auch durchgeführt. Ja, das ist wirklich eine schwierige Frage, weil natürlich die ketogene Diät natürlich sehr anspruchsvoll ist als Ernährungsform durchaus. Und wir haben es mit unseren Patienten natürlich auch besprochen. Ich glaube, wichtig ist, glaube ich, erstmal, dass diese Ernährungsform als Werkzeug zu verstehen, wie man sie einsetzen kann. Dass man und die Effekte persönlich zu erleben, das wird sicherlich auch nicht auch bei jedem Patienten funktionieren. Also ist der individuelle, der Stoffwechsel natürlich viel zu individuell und da gibt es natürlich sicherlich auch manchmal Unverträglichkeiten oder Probleme damit. Nicht jeder kann die metabolischen oder antiinflammatorischen Effekte der ketogenen Diät wirklich für seine spezielle Erkrankung eben erleben tatsächlich auch. Ich denke aber, was hilfreich ist, dass man es immer wieder als Werkzeug einsetzen kann. Und ich glaube, dieser Switch, wenn man das komme ich ja auch noch auf unsere spezielle Ernährungstherapie zu sprechen, dass man das auch, sagen wir mal, in einer von einer ketogenen Diät in eine Low-Carb-Diät übergeht, dann kann man zumindest in der Kombination mit dem Intervallfasten beispielsweise einige der Vorteile noch weiter nutzen, beziehungsweise kann das eben auch wieder phasenweise einschalten und intensivieren bei den Therapien. Haben Sie auch diese Erfahrung gemacht, dass es eben, also ich denke nicht, also Sie erkennen das ja bei den Patienten, bei Ihren Patienten mit der
Mit der Epilepsie, da die Kinder, da ist es natürlich eine dauerhafte, sehr, sehr intensive und sehr strenge Diät natürlich auch. Aber bei diesen Varianten, von denen wir jetzt hier sprechen, als gezielte Ernährungstherapie bei entzündlichen Erkrankungen beispielsweise, hat man natürlich etwas mehr, sagen wir mal, Spielraum, glaube ich, auch nur für die Umsetzung. Ja. Wenn die Remission kommt, dann sind die Patienten natürlich nicht so compliant. Das ist ja auch verständlich. Man hat ja auch ein bisschen Lebensqualität. Aber man kann die ketogene Diät heute so einfach und so gesund gestalten. Ich glaube, das ist jetzt nicht wie bei der Epilepsie wirklich ganz, ganz streng und immer Ketonkörper sehr, sehr hoch. Ich glaube, das kann man wirklich auch dann lebenlang die Therapie auch einhalten. Dann ist es keine Therapie, das ist eine spezielle Ernährungsform dann bei der Rheumatologie. Oder Rheumatoid Arthritis. Das ist ja mal die Krux aller Diäten, dass sie natürlich alle Diäten wirken, ja, egal ob ich nur Low Carb, High Carb, Keto nehme, die wirken alle hinsichtlich der Gewichtsabnahme, hinsichtlich positiver gesundheitlicher Effekte auch. Das Problem ist immer die Dauer. Ne? Wenn wir in einem begrenzten Zeitraum funktionieren, Diäten, und hinterher gibt es natürlich immer den leidigen Effekt, dass die Patienten dann hinterher mehr wiegen als vorher, weil es die Probleme dann schlimmer wiederkommen, als sie vorher bestanden, auch nur weil man natürlich mit seinen alten Gewohnheiten wieder zurückgeht. Also es ist in dem Fall natürlich eher sinnvoll, eine langfristige Ernährungsstrategie zu haben und nicht eine Diät, die zeitlich begrenzt ist, sondern eher ein langfristiges Ernährungskonzept zu haben, an das man sich auch halten kann, ganz einfach. Und dass man durch bestimmte intensivierte Phasen aktivieren kann, also einer ketogenen Diät beispielsweise. Genau. Gut, vielleicht können wir hinterher noch etwas mehr Fragen beantworten, auch vielleicht ganz kurz nochmal zu der praktischen Umsetzung. Wie handhaben wir das bei uns in der Akura-Klinik mit der ketogenen Diät? Wir haben die Grundlagen der ketogenen Diät haben wir jetzt schon ausführlich und detailliert dargestellt bekommen, auch für die Frau Dr. Heidt. Wir haben versucht, jetzt bei uns so eine Kombination aus einer ketogenen Diät und all den Vorteilen, die wir gehört haben, mit dem Intervallfasten zu bringen. Letztendlich sind die Effekte synergistisch, tatsächlich, so muss man sich das vorstellen. Fasten bzw. Hungerphasen, haben Sie gehört, führen auch zu einer Ketose. Das heißt, der physiologische Endzustand ist praktisch der gleiche. Ja, also mit Intervallfasten wird man nicht in die Ketose kommen tatsächlich auch, aber die metabolische Zielrichtung ist tatsächlich dieselbe. Und im Endeffekt führt es dazu, dass der Stoffwechsel flexibler wird, optimiert wird auch, dass eben auch hier antiinflammatorische Effekte stattfinden, dass der Gesundheitszustand als Ganzes sich bessert auch, die Energie sich bessert, die metabolische Gesamtsituation, die Insulinresistenz sich bessert. Und der Vorteil bei der Variante des Intervallfastens, das ist eben eine time-restricted feeding. Also das heißt, dass man ein ganz bestimmtes Zeitfenster hat, in dem man isst. Und das lässt sich durchaus in den Alltag gut integrieren. Selbst wenn man die ketogene Diät beendet, kann man immer noch auf diese durchaus sehr effektive Möglichkeit einer spezifischen Ernährungstherapie zurückgreifen. Also wir haben diese Kombination genutzt, dieser beiden Varianten. Vielleicht nochmal ganz kurz, das ist das, was wir schon gehört haben, dass es 70% der Energie über gesunde Fette kommt. Das ist im Gegensatz zu dieser, wir haben die Atkins-Diät gehört, das ist dann eher so Dirty Keto, wenn man so will, tatsächlich. Wenn man sich auf die gesunden Omega-3-reichen Fette fokussiert, hat man durchaus die positiven Gesundheitseffekte darüber hinaus noch. Und was ich schon gesagt habe und wo ich Wert darauf lege, dass man eben ausreichend und hochqualitatives Eiweiß zuführt und eher wenig und auch hier eher die grünen Kohlenhydrate, also Gemüse, Salate, ballaststoffreiche Kohlenhydrate, die hier einen wesentlichen Schwerpunkt bilden. Das ist ein ganz gutes Bild, dass das ganz gut zeigt. Im Endeffekt müssen wir unseren Stoffwechsel, wie er in den normalen Industrienationen hier als standardamerikanische Diät beschrieben wird, so vorstellen wie diesen Tanklaster da unten. Das heißt, im Endeffekt fahren wir komplett auf Zucker. Und das ist eben nur dieser ganz, ganz kleine Tank, den wir haben. Und die Energiereserven sind relativ rasch verbraucht auch. Im Endeffekt haben wir aber einen riesengroßen Fetttank, den wir mit uns rumschleppen. Damit können wir wirklich Tage, Wochen, Monate tatsächlich zurechtkommen. Ich glaube, die längste medizinisch kontrollierte Hungerdiät oder Fastendiät war 380 Tage, was schon erstaunlich ist. Und so muss man sich das im Prinzip vorstellen, dass man, wenn man
ketogene Diät auch zur Gewichtsreduktion einsetzt, dann kann man sozusagen von seinen eigenen Fetten leben. Die Ketone sind letztendlich ein hocheffizienter Energielieferant für nahezu alle Gewebe im Körper. Die Effekte, die wir erzielen können, sind eben zum einen, was ich gesagt habe, die Energie, Verbesserung der Energiebereitstellung auch, Gewichtsreduktion, die auch durchaus sehr, sehr effektiv auftreten kann tatsächlich. Aber da muss man schon darauf achten, Fette sind natürlich, haben eine hohe Kaloriendichte, Energiedichte natürlich auch. Um eine effiziente Gewichtsreduktion zu erreichen, muss man natürlich auch dort an den Kalorien sparen im Leben. Die Entzündungshemmung ist natürlich für uns Rheumatologen bei den entzündlichen rheumatischen Erkrankungen extrem wichtig, auch in Verbindung mit dem verminderten oxidativen Stress als protektiven Faktor für kardiovaskuläre Erkrankungen, die Stoffwechseloptimierung mit der verbesserten Insulinsensitivität und die kognitiven und psychischen Effekte, die man erreichen kann, bessere Denkfunktionen, Konzentrationsfähigkeit, ganz, ganz maßgeblich tatsächlich auch. Vielleicht ganz, ganz kurz, mittlerweile in den letzten Jahren gab es eine Flut an hochqualitativen wissenschaftlichen Publikationen zu den Effekten von Ketonen als Signalkörper auf viele unterschiedliche Stoffwechselfunktionen, aber auch Funktionen des Immunsystems, beispielsweise hier die Hemmung des Inflammasoms als wichtige inflammatorische Komponente wurde schon erwähnt. Ganz, ganz aktueller Artikel, gerade jetzt am 22. September im Nature, ein hochqualitatives wissenschaftliches Journal erschienen, dass eine ketogene Diät, beispielsweise die Ketose, tatsächlich auch bei schweren Corona-Infektionen einen wesentlichen Effekt hat, auch indem es eben die T-Zell-Funktion verbessert hat. Also wirklich brandaktuell. Hier würde ich gar nicht weiter darauf eingehen. Auch im Rahmen der Tumortherapie wird es als supportive Therapie eingesetzt. Auch über den Einsatz bei neurologischen Erkrankungen wurde schon gesprochen, insbesondere bei der Epilepsie, aber eben auch bei aus Alzheimer, ALS, Parkinson. Auch hier sind viele, viele neue, vielversprechende Therapieansätze zu erwarten. Bei metabolischen Erkrankungen, insbesondere natürlich Typ 2-Diabetes, Übergewicht, der Fettleber, auch hier wesentliche Effekte, darüber kann ich hinweggehen. Das hatte ich oder auch schon erwähnt. Das ist eine der wenigen Diäten, die man tatsächlich kontrollieren kann und diesbezüglich gut steuern kann tatsächlich. Ne? Entweder über den Urin, über die Blutuntersuchung oder wie wir es bei uns in der Klinik machen, auch über die Atemluft, indem man dort Aceton misst und dort sehr gut dann nachweisen kann, ob die Patienten dann tatsächlich wirklich durch die diätetischen Maßnahmen in der Ketose sind. Ganz kurz, Übergewicht heutzutage, zwei Erklärungsmodelle. Das eine ist das Energiebilanzmodell, das heißt zu viel Kalorieneinfuhr bei zu wenig Verbrauch gibt Adipositas. Das zweite Modell, das eher auf die Makronutrients geht, also das heißt das Carbo-Insulin-Modell auch. Das sieht man ganz gut hier verdeutlicht. Auch prinzipiell haben wir mehr oder weniger alle drei Mahlzeiten pro Tag und dazwischen noch eine ganze Menge Snacks. Das heißt, permanent ist der Insulinspiegel. Und solange der Insulinspiegel hoch ist, wird kein Fett abgebaut. Alles, an dem, was Energie zugeführt wird, geht in die Fettdepots tatsächlich auch. Und diese Hyperinsulinämie hat tatsächlich viele, viele negative Effekte, insbesondere die Insulinresistenz, die dann auch zum Diabetes führen kann, Fettleber, kardiovaskuläre Erkrankungen, demenzielle Syndrome, Tumorerkrankungen letztendlich auch, also eine ganz, ganz Menge negativer Effekte. Das ist bezüglich die positiven Effekte des Intervallfastens, hatte ich schon erwähnt, insbesondere die verbesserte Energie, der Verlust des Essverlangens, des Hungers, Gewichtsverlust. Es ist jetzt keine per se nicht ganz so einfach damit, Gewicht abzunehmen, aber es ist durchaus ein gutes Werkzeug, das zu integrieren in so eine Strategie tatsächlich. Auch die Entzündungshemmung, insbesondere über den Mechanismus der Autophagie, dieses Recycling und die Anti-Aging-Effekte, auch mit regenerativen Effekten über die Aktivierung von Stammzellen, spielt ja eine ganz wesentliche Rolle dabei. Ein ganz interessanter Übersichtsartikel, der im New England Journal of Medicine erschienen ist, über die Effekte von Intervallfasten auf unterschiedliche Erkrankungen, auch an den Altersprozess.
Ganz kurz, wie läuft das praktisch bei uns ab? Wir behandeln Patienten mit den unterschiedlichsten rheumatischen Erkrankungen mit dieser kombinierten Ernährungstherapie. Das heißt, die Patienten brauchen einfach nur Du was, André? ganz normale Ja, ich probiere es mal selber. stationäre Einweisung mit dem Begriff Ernährungstherapie auch. Und dann über 14 Tage eine rheumatologische Komplextherapie mit Physiotherapie, medikamentöser Therapie, Psychotherapie integriert auch. Der Schwerpunkt ist aber letztendlich die kombinierte Ernährungstherapie. Patienten werden durch einen kompetenten Diätkoch und Ernährungscoach betreut, erlernen das, wenn man eine entsprechende Küche auch, eine Keto-Küche auch, erlernen die mit welchen Nahrungsmitteln sie arbeiten müssen, lernen das Kochen. Und das Handling dieser entsprechenden Nahrungsmittel, den Einsatz der ketogenen Diät, dann durch selbstständige Anwendung, durch das Kochen dort eben auch gut kennen. Prinzipiell versuchen wir das auch durch eine mal, ambulante, poststationäre Nachbetreuung dann aufrechtzuerhalten. Wir haben die Chatgruppen auch, wo wir uns gegenseitig und die Patienten informieren, sich die Erfahrungen austauschen, eine Betreuung durch uns, sodass man das auch längerfristig eine stabile Betreuung hat. Und auch hier, wir sind interessiert, dass wir dort entsprechend Studien durchführen, um das wissenschaftlich besser noch zu untermauern, zu evaluieren. Gut, das können wir, glaube ich, dann beenden. Achso, hier gibt es noch mal einige, genau. Welche Nahrungsergänzungsmittel empfehlen Sie oder sind notwendig? Ja, vielleicht ganz kurz. Es gibt so ein paar Basics, glaube ich, auf die man achten muss. Vitamin D hatte ich schon gesagt, in einer hohen Dosis tatsächlich auch. Manchmal muss man, um den Spiegel hochzubringen, ruhig 20.000 Einheiten pro Tag geben für eine Woche lang. Dann kommt man tatsächlich auf vernünftige Spiegel. Omega-3-Fettsäuren, ganz essentiell auch. Das sind, gerade wenn man eben bei Muskelschwäche, vermindertem Energiezustand, ist es durchaus sinnvoll, zum Beispiel Kreatinphosphat einzusetzen. Das wissen die Bodybuilder und Sportler schon ganz lange. Die nutzen das ganz gezielt. Darüber hinaus hat es nicht nur Effekte für die Muskulatur, sondern durchaus auch für das Denkvermögen, das Konzentrationsvermögen auch. Also ganz gute Daten tatsächlich, die einen positiven Effekt von Kreatinphosphat erweisen. Zink, Magnesium, das sind durchaus Mineralien, die man ergänzen sollte. Also da gibt es durchaus einige, die ganz Nahrungsergänzungsmittel, die durchaus hilfreich sind. Zweite Frage ist noch, aber würden Sie tatsächlich sagen, dauerhaft ketogen ernähren oder Keto-Cycling? Kommt natürlich auf das Motiv an und ob ich in der Tat ein Krankheitsbild wie Rheuma habe. Ja, das hatten wir schon gesagt. Wahrscheinlich ist es nicht immer so ganz einfach, Keto dauerhaft durchzusetzen, gerade wenn man zum Beispiel im Urlaub ist, auf Reisen ist. Insofern ist gegen ein Cycling, glaube ich, nichts zu sagen tatsächlich. Können Sie noch einmal den Unterschied zwischen Atkins und gesunder Keto erklären? Fördert Atkins-Diät unter uns schon sogar Entzündungen? Frau Heid, können Sie vielleicht dazu was sagen? Genau, die Atkins-Diät, das ist ja von Herrn Atkins, der massiv selber übergewichtig war, entwickelt worden. Das ist ja eine sehr, sehr stark proteinreiche Diät. Wenn man zu viel Protein konsumiert, deswegen habe ich das sehr oft betont, dass die Proteinempfehlung nach den DGE-Empfehlungen sein sollte, weil aus Protein entsteht über die Gluconeogenese wieder Glucose und dann ist komplett der Ketosezustand inhibiert. Das heißt, der Körper produziert überhaupt keine Ketonkörper. Also eine Atkins-Diät ist eine sehr, sehr stark proteinhaltige Diät und es kommt kaum zur Ketosebildung durch die Gluconeogenese. Das ist der Unterschied. Vielen Dank. Ich glaube, wir werden gleich rausgeschmissen. Jetzt läuft unser Zeitfenster so langsam ab für das Zoom. Ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich, Frau Heid, für Ihre kompetente Teilnahme auch und bin wirklich ganz gespannt auf die Studie. Ich beteilige mich an allen, ich bedanke mich bei allen Teilnehmern für ihr Interesse, ihre Fragen. Wir werden diese Veranstaltung wir haben sie aufgezeichnet und werden sie zur Verfügung stellen. Sie lässt sich über einen Link über unsere Homepage dann aufrufen.